Ja, was ich jetzt vor dem Spiel mal eine Pause, also ein Video-Clip auf Pause machen sollen. Ja. Genau, so ein nichts Wichtiges verpasst. Weiter geht's. Nee, das heißt, wer meist noch schmeißt mich ein. So, mal schauen, wie viele Punkte diesmal stehen bleiben. Schön warten, bis die Würfel gefallen sind. Aber ich hätte doch erst ich hab 8. Yes! Ich hatte zum Glück einen guten Mentor. Es zählen immer alle gewürfelte Augen. 3 und 4 ergeben zum Beispiel 7. Da kannst du auch die Plättchen 1 und 6 umklappen. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Wenn einer von euch fertig ist und nichts mehr umklappen kann, ist der andere dran. Ist schon eine ziemliche Glückssache, das Ganze. Jetzt kommst du, Andreas. Was ist hier unten, Sonic? Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich muss die 7. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet.
Es zählen immer alle gewürfelte Augen. 3 und 4 ergeben zum Beispiel 7. Da kannst du auch die Plättchen 1 und 6 umklappen. Ist schon eine ziemliche Glückssache, das Ganze. Die hohen Werte umzuklappen, ist meist eine gute Idee. Nun darfst du ran, Andreas! Ich wäre auch gern mal da unten. Gleich stimmt. Ich kann hier noch was. Klar, gleich dann geht's nix. Fuck. Elton sagt ganz. Andreas! Oh Mann, jetzt mal so zwei stehen hier. Ein Glückstreffer. Der Weg ist das Ziel. Man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Ich wäre auch gern mal da unten.
So, mal schauen, wie viele Punkte diesmal stehen bleiben. Mann, das würde ich auch mal gerne selber ausprobieren. Jetzt wird gewechselt. Machst du dich bereit, Andreas? Es zählen immer alle gewürfelte Augen. 3 und 4 ergeben zum Beispiel 7. Da kannst du auch die Plättchen 1 und 6 umklappen. Zwei, die hätten sie auch nehmen können. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Aha, sehr interessant, was da los ist. Ja, da sehe ich zwei Jahre. Ja, da kenne ich mich. Das habe ich mal an der Uni gemacht. Das lief ja wie am Schnürchen. Philipp. Was sagt die Übersicht? Durch diesen Sieg gehst du jetzt eindeutig in Führung. Philipp. Spiel 11. Wo liegt was? Oh nein. Dieser Frage fangen wir an. Wo trafen sich 2016 US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel? Das habe ich schon auf Playstation 3 gehasst. Hannover, Deutschland. Klasse, das war richtig. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich hab nicht aufgepasst. Wo steht der berühmteste schiefe Turm? Dann die Karten, ja, Jubi. Zogen wir ihn auch näher hin, Spuren. Pisa, Italien. Oh. Super. Ha, ein Glückstreffer. Manche Orte sind vielleicht keine berühmten Touristenziele. Das könnte schon. Wo befindet sich der Platz Speaker's Corner?
peinlich, Junge. London, Großbritannien. Richtige Antwort. So muss das sein. Die Ferienanlage vom letzten Strandurlaub ist wahrscheinlich nicht dabei. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Aus welcher Stadt kommen Julio und Enrique Iglesias? Ich will sich mit Karten auskennen, ey. Das ist. Madrid, Spanien. Ja, ich wusste, es ist Spanien, so. Aber hallo, das war gut. So macht das Spaß. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Wo befindet sich der O'Hare Airport? Chicago, USA. Jawohl! Ich bin richtig stolz auf euch. So, dieses Spiel ging an Philipp. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung macht. Damit setzt du dich ganz klar von der Konkurrenz ab. Philipp. Spiel 12, Warenkorb. Für das nächste Spiel müsst ihr singend auf einem Bein über die Bühne hüpfen. Ach nee, doch nicht. Die Regeln sind, alle Produkte sind mit Preisen gekennzeichnet. Ihr müsst die Preise im Kopf zusammenrechnen und euer Ergebnis tippt ihr dann in die Kasse vor euch ein und bestätigt. Damit ist die Eingabe für euren Gegner gesperrt. Ist die eingegebene Lösung korrekt, bekommt ihr einen Punkt. Ansonsten bekommt ihn euer Gegner. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und los geht's. Da ist doch, ich hab's doch gesehen. Oh, hallo. Ja, wenn sich der Scheiß auch... Toll. Leg mich doch am Arsch. Ja, wo steht da der Preis? Ah, da. Thank you.
Beeindruckend. Gut gemacht. So macht das Spaß. Das Gute an diesem Wettkampf ist, er ist noch lange nicht entschieden. Das Thema, das ist mit so blöd. Dass du da den Scheiß gedreht hast. Das ist mir gewissermaßen zu blöd. Alle Preise gefunden und rasch addiert. Herzlichen Glückwunsch. Absolut richtig. Ich flipp aus. So, das war ein spannendes Duell. Auf zur nächsten Runde. Ja, ich hab's doch. Oh, jetzt drehst du doch wieder um. Gib mir das auf den Pissi. 51 Cent. 2,85 €. Beeindruckende Kopf. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Ja, da kenne ich mich aus. Und damit kommen wir zur nächsten Runde. Ja, und es ist bestimmt unten. €3,75 3,75 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
2, 3, 3, 3, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 61, 61, 461, 61, 10, 61, 10, 61, 10, 61, 61, 56, 10, 6 und das lief ja wie am Schnürchen und ganz ohne Taschenrechner. Ja, das lasse ich jetzt mal so durchgehen. Dachte, ein bisschen Vorbereitung kann nicht schaden. Nun kommt die nächste Runde. Sehen Sie, also soll das machen. Soll das machen. Alle Preise schnell. Akzeptiere ich als richtig. Ich habe jetzt richtig Bock. So, dieses Spiel ging an Philipp. Ein Blick auf die Übersicht. Ja, so ist es halt. Das Tortendiagramm kann uns kurz zeigen, wie viele Punkte noch zu spielen sind. Fantastisch. Was für ein Sieg. Gratulation, Philipp. Yeah, ich bin der King. Das war ein fairer Wettkampf. Leider warst du nicht ganz so stark wie dein Gegner. Andreas. Ich denke, der Sieg war verdient. Oh Mann, ich hätte echt nicht gedacht, dass es heute wieder so spät wird. Ja, so ist es halt.
okay, das war's dann mit dem Video und mit der Show.